Hallo. Ha, du bist hier. Ich konnte es nicht erwarten, gegen dich zu kämpfen. Auf geht's. Ich habe Angst vor dem Knuddelluff, muss ich ganz ehrlich sagen. Knuddelluffs sind unheimlich. Ah, zuerst fangen wir damit an. Das ist ja ein schöner Anfang. Das ist ein sehr schöner Anfang. Vielleicht können wir es verwirren. Wir können es nicht verwirren. Okay, okay. Gras, eine Pflanzenattacke, das ist eine wilde Taktik. Also, das ist eine sehr wilde Taktik gegen meinen Vogel. Ja, vor allem weil Vögel bekannt dafür sind, dass sie besonders schwer sind. Und da der Attacke bei besonders schweren Pokémon ja auch extra viel Schaden macht, ist das clever, das gegen ein Flug-Pokémon einzusetzen. Also, die Strategie, nun. Oh, komm schon. Es war eine Runde verwirrt, ernsthaft? Hör auf. Super Trank. Oh. Okay. Wir spielen also so mit Supertränken, ist klar. Ah, Quatsch. Yeah, okay, das hat auch nicht viel Schaden gemacht. Aber okay. Aber wenigstens wäre es nicht so doof gewesen, wie Pflanzenattacken gegen mich einzusetzen. Okay. Na toll. Da kommt der Horror höchstpersönlich. Ach komm, warum triffst du nicht? Donnerschlag. Und ich dachte, Azumarill könnte ich gut dagegen einsetzen. Aber nein. Das ist gerade... gute Nacht. Baloo erzählt eine traurige Geschichte. Knuddelluff wurde so langweilig, dass es gleich einschläft. So ist das mit Baloo, so ist das. Man kennt's. Ey, sag mal, hör mal auf, die ganze Zeit zu schlagen. Ich finde das nicht okay. Ich wette, das wacht jetzt auch wieder nach einer Runde auf. Ah ja, schön, heilen. Ist nicht sein Ernst, es ist nach zwei Runden aufgewacht. Und Baloo hat sich verliebt. Baloo, was tust du? Baloo, das ist ja ein Drama. Was ist das hier? Sie heilt das sowieso, sobald es in den roten Bereich kommt. Baloo! Wieso? Was soll denn das? Danke. Ah. Also das mit dem Verliebtsein ist schon echt OP, muss ich sagen. Ach, endlich mal durchgekommen. Dankeschön, Baloo. Das ist ja nett, dass du es gebissen hast. Pidgeon, Mirio, herzlich willkommen. Ich habe nur noch ein Pokémon übrig. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich drücke einfach... Ich habe mir überlegt, vielleicht soll ich einfach alle Tasten die ganze Zeit draufschlagen. Vielleicht funktioniert das besser, als das ernsthaft machen zu wollen. Jetzt können wir die Geschwindigkeit wieder hoch machen. Ach, Baloo wurde vergiftet. Dankeschön. Das ist so nett. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ach, ich hatte so viel Spaß. Das müssen wir nochmal machen. Nein, danke. Das war toll. Ich hatte viel Spaß. Du hast den Orden für diese Arena bekommen. Hier. Cool. Dankeschön. Er dreht sich. Nimm auch diese TM. Ah. Okay, nächster Arena-Leiter ist Ken aus Quad City. Okay. Er ist sehr stark. Quad City. Wo ist die Karte? Wir sehen uns an, wo Quad... Okay, ich bin da oben in der Ecke. Auch wild. Quad City. Nein. Nein. Wo ist Quad City? Einfach am anderen Ende der Map oder so. Ist das hier oben? Oh nein, guckt euch das an. Oh nein, was sind das für lange Routen? Warum sehe ich das erst jetzt? Was ist das hier für eine Route des Todes? Ach du meine Güte. Hier ist wenigstens noch ein gruseliges Gebäude dazwischen. Aber was ist das?
Da freue ich mich schon drauf. Das wird ja lustig. Baloui, Mirio. Und Baloui ist 152 mal unfähiger. Das finde ich sehr fähig von dir. Oh, Miri, du hast jetzt schon den Orden? Ha, wie doof. Aber ich freue mich für dich. Ja, ja. Hallo, Miri. Also, bist du... Oh, wenn das nicht Professor Simon ist. Hallo, Professor. Schon wieder falsches Timing. Wie auch immer. Sag mir zuerst mal, was in dem Wald passiert ist. Nun, da war eine Ultrabestie. Das war wild. Wirklich? Metiskop war im Wald? Und, die waren hinter einem Ultrabestie her, deren Namen ich schon wieder vergessen habe seit dem letzten Mal. Es tut mir leid. Aber sie konnten sie am Ende doch nicht mitnehmen. Warum sollten sie sie haben wollen? Ich habe eine Theorie. Wenn ihr Ziel ist, dass jeder das System nutzt, dann, brauchen sie einen Server, der in der Lage ist, die ganzen Verbindungen aufrechtzuerhalten. Im Fall von Miris System kann ich es von der Akademie aus managen, ohne große Probleme. Aber sie brauchen viel Energie. Die Ultrabestie ist ein Pokémon, das in der Lage ist, viel Energie zu kreieren und aufzubewahren in seinem Körper. Das würde auch erklären, warum sie hinter der Energie des Kraftwerks her waren. Diese Theresa ist wirklich stark. Ich bin überrascht, dass du in der Lage warst, gegen sie zu gewinnen. Ich denke, der nächste Schritt wäre es, Jeremiah nach Erklärung zu fragen. Und was der frühere Champ mit all dem zu tun hat. Es wird alles immer verdächtiger. Oh, und was ich dir noch sagen wollte. Du hast es wahrscheinlich schon gemerkt, dass du Theresa besiegt hast. Aber das System sorgt dafür, dass es Probleme mit dem System der Metiskorp gibt, während nach den Kämpfen. Es sind nur temporäre Effekte und man kann sie mit dem Neustart des Systems zurücksetzen. Aber sie können für dich immer noch nützlich sein, in gewissen Umständen. Und außerdem... Ah, Zertrümmerer. Ich habe dein System abgegradet. Bis bald. Ha, immer noch so wie immer. Also, ich weiß nicht, wo Jeremiah ist, aber der Ex-Champion lebt in Quad City. Schön, da müssen wir sowieso hin. Nicht wahr? Nun, da müssen wir eh hin, weil da der dritte Arena-Orden ist. Das erinnert mich an etwas, ich habe ja noch gar nicht den zweiten. Miri, aus dem Weg! Ich muss jetzt los! Okay. Weitere... Ah ja, Gefallen. Ja, wir müssen mal wieder Gefallen tun. Oh. Giftio. Oh nein, da ist das Pokémon Center. Auf der falschen Seite. Hallo. So, sehr schön. Alle geheilt. Allen geht's gut. Perfekt. Steht da Mülleimer da unten links? Hier willst du an einen Mülleimer gucken. Was war zur Hölle? War das? Zu viel Kanto-Zeug. Okay, was sind das für Zitate? Nein, warte, da bin ich nicht richtig. Mission. Drei Stück. Ein Mädchen aus Yade City braucht Hilfe. Und was haben wir hier? Eine Frau und ein Mädchen brauchen Hilfe. Alles klar, gucken wir uns an. Warum bist du eigentlich noch im Team? Ich weiß auch nicht. Du hast so ein schlechtes Wesen und trotzdem bist du... Trotzdem habe ich noch nichts Besseres gefunden. Irgendwann müssen wir es leider abschießen. Aber so lange darf es bleiben. Eigentlich mag ich das Pokémon, aber es ist leider... Also das Wesen ist halt echt Müll, das es hat. Wo sind denn die Leute, die Hilfe brauchen? Sind die in den Häusern? Das wäre nervig. Ah, ja, natürlich. Ich weiß, da ist einer, der es falsch macht, aber welches? Oh, du hast zwei Orden. Du kannst mir vielleicht helfen. Ich sehe diesem Pokémon beim Tanzen zu. Ich bin sicher, dass eins der Choreografie nicht folgt. Das ist höchstwahrscheinlich das, dass der Choreografie nicht folgt, falls du danach gucken willst. Könntest du mir helfen, welches? Okay. Okay. Eins. Es ist wütend, aber es hat die Choreografie nicht richtig gemacht. Bin ich mir ganz sicher. Vogel gegen Vogel. Welcher Vogel ist besser? Der hier versucht, jemand anderem zu helfen. Das ist nie gut. Hilf nicht anderen Leuten. Nee, nee. Da wirst du nur besiegt, wenn du das machst. Oh.
Okay, das ist nur dafür ausgelegt, anderen zu helfen. Das ist wild. Okay. War das richtig? Es war nicht richtig, aber... Hä? Welches folgt denn nicht der Choreografie? Okay, jetzt habe ich ja irgendwas gedrückt. Ah, okay. Okay, Nummer 3, okay. Nummer 3 ist böse, böse. Herzschuppe. Danke für den Flachwitz. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Jetzt müssen wir nur noch jemand anderen finden, der auch unsere Hilfe braucht. Und dann bin ich fertig in dieser Stadt. Und dann geht's auf nach Quad City. Okay. Ich kann nur nicht in Häuser laufen. Hallo? Nein. Hey, kann ich das mitnehmen? Aber nur wenn es die versteckte Fähigkeit hat. Nur dann will ich das haben. Ansonsten nicht. Nur mit versteckter Fähigkeit, okay? Nein. Hier ist niemand, der meine Hilfe braucht. Hallo, jemand braucht meine Hilfe, bitte. Melde dich bei mir und versteck dich nicht vor mir. Das ist nicht hilfreich. Vielleicht komme ich hier jetzt weiter. Ah, sie. Ah, aha. Feli, Mirio. Du bist nicht sehr stark, aber vielleicht... Was sagen Sie, Eure Hoheit? Ist das der Trainer? Ja, ich verstehe. Die Prinzessin hat dich akzeptiert. Warte, was? Ja, wir haben schon lange auf diesen Moment gewartet. Was passiert jetzt? Heirate ich? Wenn du einen simplen Test machst, kannst du sie heiraten. Okay. Warum gibt es nicht okay als Antwort? Du musst nur den Jadewald... Und 3 Enigma-Bären finden in den Bamboo-Cans. Okay. Young Man. Okay. Habe ich schon Enigma-Bären? Das wäre doch fantastisch. Nee, habe ich nicht. Na gut. Ein Katzenleckerli. Das freut sich ja die Katze. Ich war die Katze. Guck mal hier. Ein Leckerli. Oh. Aber du hattest es schon. Wie kannst du es dann noch fallen lassen? Auf geht's. Let's go. Hochzeitsgeschenke suchen. Für die Hochzeit, die bevorsteht. Let's go. Sagt nichts bei Louis. Das war keine Beere. Oh, aber Louis ist noch 4-mal unfähiger. Das aber wild. Ah, ich habe eine Beere. Okay. Sind das nur die, die glänzen? Wahrscheinlich sind das nur die mit so einem glänzenden Punkt, wo ich die Beeren rauskriege. Vermute ich jetzt mal. Weg damit. Hey. 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 Vielleicht sollten wir wechseln, welches Pokémon vorne ist. Das auch mal noch ein paar andere Leveln. Wobei. Mit einem Relaxo kriege ich halt nicht so viel Schaden. Oh. Weg damit. Wo sind die restlichen Bären? Da unten ist noch eine. Hier sind sehr viele wütende Pokémon, die in dem Bambus sitzen, habe ich das Gefühl. Sehr viele. Schade, dass ich noch nicht surfe. Hä? An was bin ich denn hängen geblieben? Da war gar nichts. Oh. Du bist ein süßes Pokémon. Wenn du kein Pflanzen-Pokémon wärst, würde ich mir auch überlegen, dich ins Team zu nehmen, weil ich finde dich und deine Entwicklung eigentlich ganz cool, aber Pflanzen. Da ist noch einer. Mussten wir 3 oder 4 suchen? Ich glaube 3, oder? Waren es 3? Ich glaube, es waren 3.
Es sollten 3 sein. Ich guck noch mal, aber ich glaube, hier ist nichts. Gute Nacht. Hallo, Ultra-Bässe. Ich hoffe, du schläfst gut. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück und gehen heiraten. Let's go. Oh. Na, danke. Ich will doch kein XP mehr. Ich gehe jetzt heiraten und so. Aber da ist immer noch das Loch, in das ich jedes Mal reinrenne. Wie schön. Erst gehen wir heilen, weil ich habe Angst, dass ich kämpfen muss, wenn die merken. Das weiß ich auch nicht. Wenn ihnen das doch nicht passt mit mir. So. Hui. Guten Tag. Prinzessin, Prinzessin. Das Mädchen hat es getan. Sie hat die Enigma-Bären. Zeig, zeigen Sie ihr wunderschönes Gesicht ihrer Verlobten. Oh, hallo. Nein! Es sieht aus wie Baloui. Nun, wann ist die Hochzeit? Hey, damit kannst du jetzt zu Mount Kiritsu gehen. Ah. Vielleicht kannst du dich dann benehmen. Cool. Wild. Das war eine wilde Geschichte. Also diese Nebenstories, diese kleinen, die sie haben, da lohnt es sich auf jeden Fall, die Quests zu machen. Die sind immer sehr wild. Sehr wild. Wo ist denn Mount Kiritsu? Map. Wo bist du, Map? Ah, da. Alles klar. Ja, aber Louis hat sich extra hübsch gemacht. Ja, ja. Das sehe ich auch so. Dann suchen wir jetzt mal den Berg, würde ich sagen, zu dem ich jetzt gehen darf. Ganz offiziell. Oh. Ist der hier? Bin ich hier richtig? Oh, du hast eine Erlaubnis. Das ist gut. Ich hoffe, der Ort hilft dir, deinen Körper und deine Seele zu stärken. Okay. Dafür hat es sich schon gelohnt. Für den Supertrank hat es sich gelohnt, fast das Pokémon zu heiraten. Hallo. Gibt es hier coole Pokémon? Ich habe einfach Otaro. Ich habe zwar schon Wasser-Pokémon. Ja, leider keine Pokémon, die sich für mich jetzt unbedingt lohnen. Aber okay. Hi. Kein Pokémon, das ich unbedingt im Team haben möchte. Aber wir haben ja noch Zeit, unseren Freund hier auszutauschen und einen Ersatz dafür zu finden. Was heißt eigentlich, warum heißt das Double Slap und es trifft einfach 5-mal, hm? Können wir uns da mal unterhalten? Irgendwas stimmt hier nicht. Beeren. Gratis Beeren für mich. Ich meine, man könnte sie auch wieder einpflanzen. Wahrscheinlich gibt das jedes Mal minus Karma, wenn ich die nicht wieder einpflanze. Wer spielt damit minus Karma? Ich weiß nicht, ob das das hat. Ist mir auch egal, ich habe gern negatives Karma in Pokémon spielen. Damit komme ich klar. Hier geht es nicht weiter. Ich bin verwirrt, wo muss ich lang? Hä, warum kann ich hier hin? Wofür ist diese Ecke? Immer diese unnötigen Ecken in Spielen. Wild. Ich finde es gut, dass sie überall Kampf-Pokémon sind. Das kommt meinem Vogel hier äußerst zugute. Das ist sehr nett. Oh. Hä? Der fliegt, oder? Der andere stand ganz woanders gerade. Oh. Das ist, glaube ich, nicht gut. Kriegen wir es down, bevor... Nein. Das Gute ist, ich habe noch einen Vogel, den ich eigentlich lieber trainieren würde. Weil das ein feiner Vogel ist. Danke. Warum sah die Attacke so krass aus? Immer diese random Attacken, die so eine krasse Animation haben. Und niemand weiß, warum. Ich habe nicht getauscht. Ich wollte eigentlich tauschen, aber irgendwie... Ach, ich habe auf den Zurückpfeil gedrückt. Okay. Wild.
Was ist das eigentlich für ein Riesengebiet? Und da kann man nur hin, wenn man fast heiratet? Das ist auch interessant. Aber Leveln brauchen wir dringend, glaube ich, weil ich habe das Gefühl, ich bin immer vom Level ganz knapp nur richtig. Oh, ein Riolo. Ah, warum? Warum ist das so stark? Okay. Das war nicht okay. Ich wollte gerade fragen, ob es hier Feentyp gibt, aber da ich gerade gegen eine Feenarena gekämpft habe, ist das eine ganz schön dämliche Frage. Aber die Frage stelle ich mir bei jedem Fangame. Aber ich glaube, inzwischen dürften die meisten Feen drin haben. Es gibt ja den Feentyp doch schon eine ganze Weile inzwischen, ne? Also, schon krass. Fee gibt es schon echt lang. Dabei ist das immer noch der neue. Es ist so, für mich ist der Typ gerade erst eingeführt worden. Das ist krass. Ja, das war eine XY, sechste Generation. Aber das ist schon lange her eigentlich. Also, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das gar nicht so kurz erst. Oh, ich bin an der Spitze, glaube ich, angekommen.